Und das ist ein spezieller Faktor, das Velo, oder? Also, ich habe zuerst einmal gesagt, was soll das eigentlich? Und du hast gesagt, so funktioniert es. Und hast mir das dann innerhalb von ein paar Minuten können eigentlich zeigen oder können, ja, schon fast demonstrieren. Jetzt schauen wir laufen hier gerade schnell rüber. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Das ist das Turnhout-Stuff Daily. Das heisst, für kleine und grosse Fahrer. Das kleine und grosse Fahrer, auf das können wir nachher noch sprechen. Es ist ein Velo, das halb zusammenklappbar ist. Genau. Wer also zum Beispiel ins Büro fährt oder einfach auch sonst vielleicht nie ein Velo hat, Platz hat, um ein Velo platzsparend abstellen kann. Man kann das also tatsächlich so parkieren, den Lenker einklappen und wenn man losfahren will, geht das ganz einfach. So ist das Velo abfahrbereit. Und es da kommen wir jetzt eben zu dieser Grösse. Es ist ein Velo, das für eine Person, die 1,30 Meter gross ist, und für ein Velo, das eine Person irgendwie 2,10 Meter gross ist. Also, das ist ein Velo, das man einmal kauft und egal, ob man noch wächst oder nicht, das passt immer. Das stimmt. Es hat sogar einen Motor, es ist also ein E-Bike. Es hat einen mega belastbaren Gepäckträger. Ja, es gibt eigentlich fast nichts, was das Velo nicht kann. Es ist aber schon, wir müssen an dieser Stelle sagen, es ist kein Tourenvelo, sondern es ist ein Velo, das man eben in der Stadt hat, das man vielleicht zum Arbeiten braucht oder schon zum Posten. Es ist nicht eins, wo du jetzt sagst, ich fahre mit dem irgendwie ins Wäldchen runter und mache mir eine schöne Velotour, gell? Ja, also, warum gut, ich frage vielleicht warum jetzt da, nicht? Ich frage jetzt da vielleicht die falsch. Genau. Ich kann mir auch vorstellen, dass das cool ist, um mein Wohnmobil mitzunehmen. Genau. Und sonst auch die SBB liefert ja so Velos klappbar irgendwo in der Ecke. Kann man die auch wieder mitnehmen, heim auf Zürich? Genau, es hat auch mega coole Taschen, die mitgeliefert werden. Es hat fix verbautes Licht, Schutzblech, super Scheibenbremsen. Ich komme eigentlich aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus.